Willkommen beim Videopodcast der Linksfraktion. Nun ist es also soweit. Innenminister Schäuble, CDU, und Justizministerin Zypris, SPD, haben sich auf ein neues BKA-Gesetz geeinigt. Damit werden heimliche Online-Untersuchungen von Computern ermöglicht. Das Gesetz sei ein Kompromiss, heißt es. Tragbar für die CDU und tragbar für die SPD. Das mag sein. Aber es ist ein Gesetz gegen die Bürgerinnen und Bürger, gegen ihre Grund- und Freiheitsrechte. Haben Sie schon mal überlegt, was Ihr Computer alles über Sie gespeichert hat und somit verraten könnte? Es ist auf jeden Fall viel mehr, als Ihnen auf den ersten Blick einfällt. Es sind Interna, die niemanden etwas angehen. Regierung einigt sich auf Schnüffelei, titelte die Taz. Ich füge hinzu, erneut. Immer tiefer dringt der Staat in die geschützte Privatsphäre ein. Und immer häufiger werden verbriefte Bürgerrechte ausgesetzt. Videoüberwachung, Vorratsdatenspeicherung, biometrische Daten in Pässen und Bundeswehreinsätze im Innern. Ich könnte weitere Stichworte nennen. Schließlich, jede und jeder gilt als verdächtig und wird auch so behandelt. Kurzum, wir erleben den Umbau eines demokratisch verfassten Rechtsstaates zu einem präventiven Sicherheitsstaat. Andere sprechen vom Überwachungsstaat. Das alles ist keine schwarze Magie, sondern politische Realität. Dagegen hilft nur eine neue Bürgerrechtsbewegung. Denn der beste Verfassungsschutz sind noch immer engagierte Bürgerinnen und Bürger. Das sind letztlich aber nicht die anderen. Sozialrechte sind unabdingbar. Dafür kämpft die Linke. Aber sie sind nicht hinreichend. Bürger- und Freiheitsrechte gehören gleichwertig dazu. Dafür streite ich gern und ständig. Erfolgreich aber nur mit Ihnen. Wenn Sie mehr über die Arbeit der Linksfraktion erfahren wollen, besuchen Sie uns unter www.linksfraktion.de.